40 Parts Paper Mario. Wow, wer jetzt noch alle Parts unterstützt, der ist wirklich grandios. Das ist bei so einem alten Spiel wirklich nicht selbstverständlich. Ich danke euch. Und das war noch lange nicht alles. Wir haben noch gut ein Drittel vor uns. Und auf jeden Fall werde ich jetzt schon an den ganzen Sidequests arbeiten, damit wir sehr, sehr bald, vielleicht schon am Ende diesen Parts, Kapitel 6 sehen werden. Nun gut, ich bin im Untergrund von Toad Town und da habe ich mit Absicht einen Superblock noch nicht aktiviert. Da kommt man nämlich schon viel früher ran. Ich bin nämlich gerade da im Untergrund, wo man die Fieskooper besiegen muss. Ach, ich brauche da gar nicht Baracurry. Um die nächsten Röhren freizuschalten. Ja, und jetzt werde ich auf jeden Fall diesen Superblock auch mal nutzen. Und, Watt aufstufen. In den Ultrarang. So. Jetzt sind schon sehr viele unserer Partner in den Ultrarang gekommen. Das ist wunderbar. Die restlichen Superblöcke befinden sich bestimmt in den letzten beiden Kapiteln. So, aber hier im Untergrund gibt es noch mehr. Denn wenn man Sushi hat, dann gibt es hier drüben noch ein Gebiet. Vielleicht ist da sogar noch ein Superblock. Ich weiß gar nicht mehr, was da ist, ehrlich gesagt. Aha, da ist auf jeden Fall eine Wie bitte? Schon wieder ein Blooper? Echt jetzt? WTF. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Und der scheint der stärkste von denen zu sein. Ach du lieber Himmel. Zum Glück bin ich voll geheilt. Scan mir den mal bitte. Das ist ein super Blooper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blooper aller Zeiten. Maximal KP 70. Angriffskraft 5 und Verteidigung 0. Glaube mir, seine Größe entspricht seiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blooper-Babys hervor. Sei gewappnet, Mario. Jetzt geht's um die Wurst. Okay, das war eine Warnung. Krass. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Oh nein, ich habe viel zu früh A gedrückt. Also hier habe ich das Timing schon mal versaut. Es ist ganz klar, dass ich hier meinen Sprung Plus brauche. Sonst werde ich gnadenlos untergehen. Und ich glaube, ich sollte auch mal schauen, ob ich nicht irgendein Item oder eine Sternattacke benutzen kann, um den lahm zu legen. Vielleicht den Ruhigsteller oder so. Also, vor allem, wenn er seine Kraft steigert, dann sollte ich das machen. Oh nein, das ist jetzt der Fall, oder? Ach Gott, nein, die Babys kommen. Jesus. Aber die kann man auch scannen. Machen wir doch mal. Das ist ein Blooper-Baby. Der Super-Blooper spuckt sie aus und sie kommen, um dich auszusaugen. Oh mein Gott. Maximal KP 6, Angriffskraft 2 und Verteidigung 0. Wir müssen sie schnell schlagen, damit sie uns nicht zu viel Energie absaugen. Obwohl sie wirklich niedlich sind. Oh, das stimmt. Aber der Große ist jetzt auch nicht so wirklich hässlich. Okay, Freunde. Da hilft nichts. Ich muss mal probieren, denen allen die Grenzen aufzuzeigen mit der Stoppuhr. Hoffentlich bewegt sich gleich keiner mehr. Na? Yes. Ist das gleiche wie das Wiegenlied. Hält es für zwei Runden an. Keiner kann sich bewegen. Und natürlich nutzen wir diesen Moment, um uns noch einmal zu stärken. Und ich glaube, ich hau dann jetzt auch gleich die Sternattacke raus. Sternsturm, damit die Babys abkratzen. Und danach werde ich volle Pulle angreifen. Ich darf auf keinen Fall das Timing versauen. Vor allem bei Mario nicht. Sonst wird's eng. Okay, Sternenattacke. Der Sternensturm. Bring die Kinder um! Das hört sich so brutal an, ey. Aber es ist ja so. Die müssen weg. Und der Große kriegt auch mal eine rein. Bam. 7 Schaden, sehr gut. Okay. Und jetzt werde ich mich noch einmal aufladen mit Gumbario und dann gibt's Saures, mein Freund. Keine Gnade. Was macht er jetzt? Holt er sich gleich neue, oder wie? Nein. Jetzt ist er aggro. Okay, aber Gumbario hat nicht gesagt, auf wie viel seine Angriffskraft jetzt steigt.
Deswegen bin ich ein bisschen besorgt. Ich glaube, ich mache lieber den Ruhigsteller. Ich habe echt Angst, dass der mir jetzt irgendwie 12 oder 15 KP abzieht. Ohne Scheiß. Aber ich denke, er verdoppelt seine Angriffskraft nur auf 10 oder so. Egal, jetzt ist sie gedroppt. Und ich greife jetzt auch mal an. Mit der Multikopfnuss. Und das muss klappen jetzt. Weiter. Boah, gut. Sehr gut. Weiter. Geh ab. Super. Richtig geil gemacht. Pass auf. Oh. What the heck? Der hätte 16 Schaden gemacht, glaube ich. Weil es sind jetzt noch 10 geblieben. Und 3 Schadenspunkte droppt ja der Ruhigsteller. Ja, 16. Holy shit. Ich wäre dann fast tot. Sag mal, geht's noch? Ich mach dich jetzt alle. Ha! Ja! Kuh! Bam! Down! Und tschüssi! Yeah! Diese Taktik überlebt eben keiner! Yeah! Ich mach das halt einfach gut. Also, ich push mich und dann die übrigen Runden nutze ich, um den Gegner entweder stark zu schwächen oder sogar bewegungsunfähig zu machen. So ist das der beste Weg, um mit solchen Gegnern fertig zu werden. Und ihr habt gesehen, trotzdem bin ich krass angeschlagen. Also der war richtig übel. Ich war auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe hier nämlich noch die ganzen Crap-Orden an. Wie zum Beispiel Ice War, was wir jetzt überhaupt nicht mehr brauchen. Oder Feuerschild. Ja, das ist alles Müll, den wir jetzt überhaupt nicht mehr benötigen. Ja, ich muss mir später mal Gedanken machen, was für Orden ich jetzt aktiviere. Wir haben ja auch gleich ein Level Up. Da werde ich mir meine letzten 3 Ordenpunkte noch holen. Vielleicht mache ich den Verteidigungsplus an. Und diese Röhre ist selbstverständlich eine Verbindung zu Yoshi's Island. Wobei, stimmt ja nicht ganz. Lava Lava Island, aber da haben die Yoshis ja eine Siedlung. Okay, was gibt's hier? Okay, gut. What the heck? Wow, ich hab mich total erschrocken. Wo kam der Spinner her? Dammit, Superweben, schnell. Aber ich habe nicht mehr viele BP, ne? Oh, und ich hatte einen Ahornsirup, aber das musste ich ablegen. Das könnte ich jetzt gebrauchen. Naja, ich habe ja noch meinen, wie heißt das denn? Blumensägen, glaube ich, ne? Was mich immer mal wieder ein bisschen heilt. Finde ich klasse. Also die Blütenpunkte heilt, nicht meine KP. Natürlich ist da noch einer und von dem lasse ich mich leider erwischen. Aua. Aber mit euch diskutiere ich nicht lange. Nächster Superbeben. Das ist einfach die perfekte Technik gegen diese Assis. Das kann keiner von euch abwehren. Zwar leben die noch, aber... Joa. Kein Problem. Wie viele Sternpunkte kriege ich jetzt eigentlich noch für die? Nur noch 2. Wow. Wir haben mal 8 oder so gekriegt. Hey, was ist denn jetzt los? Es hat voll geleckt. Habt ihr das gemerkt? Und es leckt immer noch. ETF! Ich spiele auf Wii U. Über Virtual Console. Wie kann das laggen? Ist ja krass. Habe ich ernsthaft nur noch 7 KP? Alter Schwede. Ich muss drüber nachdenken, ob ich nicht lieber einen Superpilz esse, weil ich weiß echt nicht, was hier noch alles kommt. Aber ich aktiviere jetzt auf jeden Fall mal Herzilein oder den Herzfinder. Weil so geht's nicht weiter. Die KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Genau. Aktivieren wir jetzt einfach mal. Hier ist noch ein Item, aber da komme ich irgendwie nicht ran. Moment mal, komme ich da... Nee. Ach so, ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Das geht jetzt noch nicht. Was geht hier ab? Oh, hier dasselbe, oder was? Shit. Dann kommen wir dann noch nicht hoch. Andererseits... Sind hier überall versteckte Blöcke, was? Warte, warte. Sag mir mal bitte. Ja. Aber ich glaube, die muss man aktivieren, damit man darüber kann. Oder? Ja. Okay, dann kommen wir da leider noch nicht hoch. Was heißt, ich muss diese Röhre hier nutzen. Aber wir merken uns diesen Ort. Dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Ich glaube, da ist nochmal was ganz Wichtiges. Und was ist hier? Das sieht sehr sonderbar aus. Ich glaube, da kann man sich durchsprengen. Tatsächlich. Was bist du denn für einer? Irgendein Grattler. Sieh mal eine an. Ich bin Naroso und zu deinen Diensten, ey.
Du scheinst ja ein unternehmungslustiges Kerlchen zu sein, weil du diesen Ort hier ausfindig machen konntest, ja? Was ich hier mache, ne? Ja, bisschen saufen und ein bisschen betteln und ja. Ich hab hier halt meine Wohnung, ne? Ja. Aber du, mein Freund, ne? Du bist gerade auf das Glück deines Lebens gestoßen, oder? Denn, ja, ich habe ein tolles Angebot für dich, du. Das ist etwas ganz Besonderes, ich schwöre. Und kostet gerade mal 64 Münzen. Interessiert? Vertrau mir bitte. Okay. Ich weiß gar nicht, was man von dem bekommt, aber ja, ich dachte mir das. Okay. Nach dieser Person habe ich nämlich schon lange gesucht. Man kriegt von ihr 3 Sternsplitter, allerdings ist nur das erste Item, das fünfte Item und das zehnte Item, das er einem verkauft, einen Sternsplitter. Und ich glaube, das kostet jedes Mal 64 Münzen, bei dem es zu kaufen. Also man braucht eine Menge Kohle, um diese verdammten Sternsplitter alle zu kriegen. Ja, aber wenn du geglaubt hast, dieses Item wäre gut, ne? Dann hast du dich getäuscht, oder? Ich habe noch was Besseres zum selben Preis, ne? Aber sei gewarnt, dieses Angebot besteht nur für kurze Zeit, ne? Wenn du diese Gelegenheit verpasst, dann wirst du selbst ein wunderschönes Monogramm in den Bauch beißen, du. Also wie wär's, ne? Sind wir im Geschäft, ne? Nein. Halt mal die Klappe, bitte. Okay, dann halt doch deine Goschen, Alter. Moment. Ach so, er sagt Groschen. Weil Goschen ist... Das heißt Mund, also... Vergesst es. Es ist eine Schande, ehrlich, ey. Dieses Item ist so großartig und es könnte vielleicht schon so vergriffen sein, ne? Aber ja, ist nicht mein Problem, ne? Ich hab's hier. Wenn du nicht haben willst, ist nicht mein Problem, du, ne? Ja, ich hab's verstanden. Du bist einfach nur geldgeil. Du kriegst meine Kohle schon noch, aber nicht jetzt. Kapiert? Ah, jetzt finden wir diesen Fragezeichenschlüssel. Und jetzt schaut mal, wo wir da rauskommen. Genau hier. Jetzt wissen wir endlich, was da drin ist. Nämlich eine Abkürzung zu diesem Spinner. Alles klar, also wenn ich viel Geld habe, dann werde ich zurückkehren und ihm mein Geld in den Rachen stopfen. Damit wir die ganzen Items dann bekommen. Okay, unsere Sidequests gehen weiter. Und zwar bei Merkuperlehm. Yeah, ich freue mich schon, den alten Sack mal wiederzusehen. Nein, tue ich nicht. Aber ich freue mich. Hallo Mario, ich habe wieder einen neuen Auftrag. Wie kann es auch anders sein? Nun, und zwar folgendes. Ich fürchte, ich habe meine Brille verlegt. Was mich sehr ärgert, denn beim Optiker wollen sie mir 400 Euro abziehen, ja? Und fürs Internet bin ich schon zu alt, sonst würde ich auf Mr. Specs gehen. Sie muss mir irgendwo aus der Tasche gefallen sein. Ich habe Kuhbeheim in letzter Zeit nicht verlassen. Logischerweise muss sie irgendwo im Dorf sein. Würdest du bitte alles liegen und stehen lassen und sie finden? Ich habe doch dein Wort, oder? Aber klar doch, Merkuperlehm. Was denn auch sonst? Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun, als deine dämliche Brille zu suchen. Soweit ich weiß, steckt die wieder in irgendeinem vermaledeiten Busch. Wie schafft der Typ es eigentlich, die Dinger immer... Oh, hier ist noch ein Koopa-Blatt, cool. Immer und immer wieder bei Büschen zu verlieren. Oder ist es diesmal nicht so? Hey? Ich bin verwirrt. Ich weiß es leider... Doch! Die Brille! Na dann, zurück zum alten Grieskram. Wir haben jetzt auch bald alle Aufträge von ihm. Toll, oder? Bin froh, wenn ich das hinter mir habe. Der alte Kreis kann nämlich wirklich nerven. Hier, ich habe deine tolle Brille. Yay! Meine Vielmann-Brille ist zurück. Oh, mein Sehvermögen hat in den letzten Jahren stark nachgelassen. Jetzt kann ich endlich wieder problemlos Bücher lesen. Ist der Beruf des Optikers nicht eine segensreiche Erfindung? Hier, ich gebe dir dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ja, das muss ja eine große Dankbarkeit sein, wie immer. Gibt's sonst noch irgendein Problemchen oder so? Ja klar, wie immer, ne? Also, mein Lieber, in letzter Zeit fühle ich mich so müde und abgeschlafen. Vielleicht sollte ich etwas Saures essen. Mal sehen. Ach, ich weiß, ja, eine Limette könnte mir helfen. Kannst du mir eine besorgen? Bitte, Brian, ich fühle mich langsam wie eine Schildkröte. Versprochen? Du bist eine Schildkröte. Aber egal.
denn ich habe das bereits geahnt und dir eine Limette besorgt. Aus der Wüste. Bei Stacheln, Mario, du musst ja ein Hellseher sein. Was für eine saure Limette, das gibt mir wieder Schwung. Dieses Vitamin C, oh, damit werde ich wieder 20 Jahre jünger. Geil, diesmal gebe ich dir etwas ganz Besonderes. Schau mal hier. Yay, die 3 Sternsplitter, ich danke dir so. Kann ich denn noch was für dich tun? Nein. Ah, doch, natürlich, sicher. Ich habe dich nur verarscht. Und zwar... Ich hörte, es soll da so einen Crazy Keks geben. Er soll absolut köstlich sein. Ich muss zugeben, dass ich ein Leckermaul bin. Glaubst du, du könntest mir sowas besorgen? Eine der Zutaten ist ein Cooperblatt, aber ich habe keine Ahnung, was man noch dazu braucht. Beeile dich, wenn du kannst. Ich brauche Süßigkeiten. Schnellstens! Kalorien! Fett! Ja, ja, hier, ein Crazy Keks. Man braucht noch eine Backmischung dafür. Auch das wusste ich bereits, deswegen habe ich es dabei. Alberne Albino-Dinos, du bist Weltklasse, Mario. Das ist also der... Das Keks? Sagt man das Keks? Keine Ahnung, aber jeder, den ich kenne und inklusive mir, sagt der Keks. Aber gut, dann halt das Keks. Von dem jeder spricht. Es sieht ziemlich lecker aus. Ich hebe es mir für später auf. Ich gebe dir dies, um dir meine Dankbarkeit zu zeigen. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit, junger Freundchen. Nimm das. Na, ich glaube, jetzt können wir nichts mehr machen. Erst nach dem 6. Kapitel. Ja, Gott sei Dank. Dann haben wir diesmal ja richtig schnell den ganzen Scheiß abgearbeitet. Wuhu! I'm happy right now. Okay, Freunde. Dann geht's an die Oberfläche. Zurück. Lup, lup, lup. Und... Was machen wir jetzt eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Können wir schon das 6. Kapitel aufbrechen? Naja, die ein oder andere Kleinigkeit habe ich schon noch hier zu erledigen. Wie beispielsweise beim Postamt vorbeischauen. Da gibt es bestimmt wieder neue Briefe für meine Freunde. Und da mir immer mal wieder lustige Vorlesefails passieren, bin ich schon sehr gespannt, woran ich diesmal scheitern werde. Mal wieder hat Gumbario einen Brief, und zwar diesmal von Guma. Oh nein! Nicht die. Hier bitte. Lieber Gumbario, wie geht es meinem kleinen Gumbario, hm? Uns geht es allen ganz gut, vor allem wegen meinem schönen Rhabarber-Gumba-Hautkuchen. Ich hoffe, dein Scanner hat sich schon oft als hilfreich erwiesen. Schau doch mal wieder vorbei, wir vermissen dich alle. Viel Glück, meine kleine Gumnus. Ich denke oft an dich. Guma. Mario, willst du einen Kuchen? Nein! Überbring ihr bitte schon diese Nachricht, danke. Bombett. Wieder ein Liebesbrief von Bruce Willis. Oh. Cool. Bombette! Du musst mir zurückkehren. Oh, leicht entzündlicher Bob-Omb. Mein Herz wartet auf dich in Kuppeheim. Es brennt wie eine Zündschnur. Ihn stirbt langsam. Ich werde dich für immer lieben. Selbst wenn du mich ablehnst, wird meine Liebe nicht vergehen. Wenn ich dich nicht bald sehe, werde ich ganz sicher explodieren. Also bitte, beeile dich. Du hast meine Leidenschaft entzündet. Komm zurück zu mir, meine Liebe. Dein Bruce Willis. Bombette, dir läuft Bruce Willis hinterher und du verzichtest. Bist du behindert im Kopf? Naja, andererseits musst du wissen, ne? Aber ich würde es machen. Als Frau. Als Frau natürlich, ne? Buh Hadler. An Lady Boo, bitte kehrt so schnell wie möglich zurück. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, wie ihr euch in Gefahr begebt. Ich bin so in Sorge, dass ich nicht mehr schlafen kann. Als ihr mit Mario gegangen seid, habt ihr mir gesagt, ich solle euch nicht folgen. Doch jetzt bereue ich meinen Gehorsam. Ich hätte auf jeden Fall mitkommen und euch beschützen sollen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist das ganze Haus putzen. Aber das ist nicht genug. Ich muss von euch herumkommandiert werden. Denn nur das erfüllt mich mit Stolz. Buh Hadler. Ja, so jemanden hätte ich auch ganz gerne. Wat? Fuzzipede. Ach, das ist dieser Wurm. Liebe Wat, ich bin noch auf Achse, aber ich werde nie wieder ein Köder sein. Ich glaube, ich sollte eure Hilfe zu schätzen wissen. Dieser Brief ist mein Dank. Wir sind jetzt quitt. Ja.
Viel Glück bei dem, was ihr auch immer vorhabt. Und wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, dann stört mich nicht. Kapiert? Fuzzipede. Okay, haben wir das auch abgehakt. Aber wir haben schon lange nicht mehr zu Hause in Luigis Buch gelesen. Das sollten wir jetzt demnächst mal wieder machen. Was heißt demnächst? Jetzt sofort. Wird der Wanderpfad bald mautpflichtig? Ein riesiger Koopa versperrt den Wanderpfad zwischen Cooperheim und Toadtown. Die gigantische Kreatur, die sich selbst Cansey Cooper nennt, verlangt Wegzoll von jedem Passanten. Sollte die Zahlung verweigert werden, bleibt die Straße blockiert. Diese Erpressung muss so schnell wie möglich aufhören. Jeder Vorschlag ist willkommen. Einstweilen empfehlen wir, genügend Geld dabei zu haben, wenn sie nach Cooperheim unterwegs sind. What the heck? Von dem habe ich doch zuletzt schon mal was gelesen, von diesem Cansey Cooper. Scheint ein richtiger Arsch zu sein. Ich glaube, ich kümmere mich darum, bevor ich ins Kapitel 6 gehe. Beschwerdeecke. Ich habe mir ein Set von Fotos der Prinzessin gekauft. Aber da war ja kein Nacktbild dabei. Ich habe 100 Münzen bezahlt. Habe aber kein Nacktbild bekommen. Wie kann das sein, verdammt nochmal? Ich hasse solche Schwindler. Ein großer Pedo. Na, wobei, Prinzessin Peach ist ja schon erwachsen. Nicht wahr? Genauso wie Mario. Aber in diesem Spiel sehen sie ja alles andere als erwachsen aus. Eigentlich mehr wie Babys, aber irgendwie mag ich diesen Stil auch. Was zum Teufel? Luigi, was machst du da? Ich zahle keine GZ. Lalala. Ja, das haben wir jetzt schon mitbekommen, dass du keinen Bock darauf hast. Oh, Junge, Bro, es war ganz schön cool, so hoch oben herumzuhängen, ne? Schöner Ausblick, epic und so. Wie, keine Ahnung, sag, woher hast du den coolen Hammer, Alter? Ich wette, du kannst jetzt sogar Gegner mit harten Schalen bekämpfen, ne? Ich kann auch deine Rübe zertrümmern, wenn ich darauf Bock hätte. Aber ich brauch dich noch. Irgendjemand muss den Saustall hier aufräumen. Schauen wir mal bei den Statistiken vorbei. Wir hatten insgesamt 1784 Münzen und haben die, ja, mehr als die Hälfte der Orden. Hälfte der Sternsplitter. Die Rezepte zählen nicht. Wim Quizmos Quiz? 12? Hä? Ich dachte, da kann man 70 bekommen. 70 Sternsplitter und nicht nur 12 Fragen. What the hell? Und Gesamtpowerhüpfer 14. Ja, gut. Aber ich dachte wirklich, dass man da 70 Fragen beantworten muss und nicht nur 12. Das wundert mich jetzt gerade. Das ist ziemlich krass. Aber ist halt so. Seite 3. Gestern kam ein Shy Guy zu mir. Ich fand ihn schlafend auf meinem Bett. Kannst du das glauben? Ich bin ihm nachgerannt, aber er war viel zu schnell für mich. Ich habe auch gehört, dass in Toadtown viele Shy Guys aufgetaucht sind. Vermutlich kommen sie aus Shy Guys Spielzeugkiste. Sie muss irgendwo in der Stadt sein. Eine Spielzeugkiste, da würde ich gerne mal reinschauen. Vielleicht haben sie ja einen Nintendo 64. Oh Gott, cool. Heute hat mich die gesamte Goomba-Familie besucht. Sie sagten, dass sie Goombario in der Obhut meines Bruders gegeben haben. Dann haben sie mir noch ein Souvenir gegeben. Es war eine Gumnuss, eine Spezialität aus Goombafurt. Sie sah so lecker aus, dass ich sie aufgegessen habe, ohne meinem Bruder davon zu erzählen. Flex nochmal. Meine BP haben sich um 3 erhöht. Aber ich nutze sie nie. Das ist das Problem. Glaubst du, er wird davon Wind kriegen? Ja, das habe ich erfahren. Du Schwein, das wird ein Nachspiel haben. Ich habe gehört, dass mein Bruder auf einem Thunfisch nach Lava Lava Island gereist ist. Unglaublich. Das ist unfair. Ich will auch mal auf einem Thunfisch reiten und sie nicht nur aus der Konserve fressen. Seite 6. Ich habe gehört, dass auf Lava Lava Island ein paar Yoshi-Kinder abhanden gekommen sind. Und dass mein Bruder sie gerettet hat. Ich wette, es gibt nichts Süßeres als Yoshi-Kinder. Ich bin ein wenig neidisch auf meinen Bruder. Das wäre mir ja nie aufgefallen. Du bist immer neidisch auf ihn. Und das irgendwie auch zu Recht. Selbst Mario darf oben schlafen in dem Stockbett und er unten. Das ist schon irgendwie ein Zeichen dafür, wie die Rangordnung so auszuschauen hat. Bei den Mario Brothers. Ja, aber auch Luigi hat Respekt verdient, ey. Wer aber definitiv keinen Respekt verdient hat, das ist dieser Cansey Cooper. Scheint ein richtiger Arsch zu sein. Ich sollte mir den mal vorknöpfen. Im nächsten Part schauen wir mal, dass wir ihm
die Hucke vollhauen und dann geht's auf ins 6. Kapitel. Dieser Garten hat auf jeden Fall was damit zu tun. Oh, und hier ist Colorado. Kommt der auch nicht nach Hause, oder wie? Sei gegrüßt, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad, aber Kenzie Cooper versperrt den Weg. Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das ist vermutlich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich da tun kann. Ich bin nicht stark genug. Nun, ich muss einen geheimen Weg nach Cooperheim finden. Ach, keine Sorge. Ich mach dem jetzt den Garaus.